zweites Tag 2 bei Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Wir starten heute in Beachmitte beim Beachvolleyball. Heute sind die Viertelfinals und Halbfinals, aber seht einfach mal selbst rein. Bis zu den Olympischen Spielen ist es für die Teilnehmer von Jugend trainiert für Olympia zwar ein weiter Weg, doch die nächsten Generationen stehen definitiv bereit. So auch beim Beachvolleyball. Beim JTFO-Turnier stand zudem der Teamgedanke im Vordergrund. Es ist also ein Mixwettbewerb, wo wir Jungen und Mädchen in einer Mannschaft haben, die für ein Schulteam kämpfen. Es gibt immer ein Jungenspiel, ein Mixspiel und ein Mädchenspiel. Und Sieger ist die Schule, die mindestens von den drei Spielen 2 gewinnt. Damit das Ganze erfolgreich verläuft, muss man die Teams dementsprechend aufstellen. Welche Jungen und welche Mädchen bilden jeweils ein Duo für die nächste Partie und wer versucht im Mix die Punkte zu holen? Hinzu kommt eine neue Regel, die es erlaubt, Spieler im Turnierverlauf zu tauschen. Keine leichte Aufgabe für die Coaches. Wir coachen ja 3 Spiele gleichzeitig. Hat der eine Auszeit, rennst du rüber, coachen. Hat der wieder eine Auszeit, rennst du rüber, coachen. Die einen sollten mal eine Auszeit machen, machen keine Auszeit. Ich sage, mach doch mal eine Auszeit, du darfst aber von außen nichts reinsagen. Ne? Im Endeffekt müssen es die Spieler dann selbst auf den Platz richten. Eine besondere Stellung hat dabei das Mixed. Wie agiert man dabei? Wer geht eher zum Block, wer bleibt eher im Feld? Schlägt der Junge nur auf den Jungen? Ja, sonst spielt man halt eher Damen oder Herren und ist schon was Cooles, mal Mix zu spielen. Ja, klar, Junge hätte ja Verantwortung als Mädchen übernehmen, dann ja, Fair Play gehört einfach mit dazu, dass du vor und am Netz halt abmachst, dass der Junge eher auf Junge aufschlägt und Hartschläge macht. Es kommen halt mehr Spielzüge zustande, das einfach macht mehr Spaß. Bei diesem Turniermodus kann es eben passieren, dass nach 2 beendeten Matches 1:1 steht. So wie im Halbfinale zwischen dem Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer aus Halle und dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Am Ende setzte sich das Berliner Mixduo im Tiebreak durch und holte so den entscheidenden Punkt für den Finaleinzug. Alle freuen sich halt und deswegen ist es ja so ein besonderer Punkt sozusagen. Im ersten Satz haben wir uns schon ziemlich, sag ich mal, bekriegt leicht. Also da lief es wirklich noch nicht so gut. Wir haben noch keine Abstimmung gehabt, aber dann haben wir uns nochmal zusammengerissen und am Ende haben wir es ja dann doch drehen können, wa? Ja. Im Finale warten dann die Beachvolleyballer vom Karl-Humann-Gymnasium aus Essen. Die Nordrhein-Westfalen bezwangen in ihrem Halbfinale die Oberschule an der Ronzelenstraße aus Bremen. Die bisherigen Leistungen im Turnier versprechen auf jeden Fall ein hochklassiges Endspiel bei Jugend trainiert für Olympia. Nach den Volleyballern sind wir jetzt hier im Sportforum, wo die Judokas in den Halbfinalen stehen, um sich fürs große Finale zu qualifizieren. Wir schauen mal rein. JTFO Judo Die 9 Bundesländer sind traditionell stark beim JTFO-Judo-Wettbewerb, doch das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, kurz SLZB, ist eine Macht, an der so leicht niemand vorbeikommt. Am ehesten ist das noch den Judokas von der Brandenburger Sportschule Frankfurt-Oder zuzutrauen, deren Mädchen genau das im letzten Jahr schafften und als Titelverteidiger in die Hauptstadt gekommen sind. Die Paarung SLZB gegen Frankfurt-Oder gibt's dann auch gleich doppelt in den Halbfinals am 2. Wettkampftag. Bei den Mädchen lassen die Kämpferinnen und Mannschaftsführerin Jasmin Kaiser nichts anbrennen, sichern sich mit 4:1 den Sieg über den Erzrivalen und stehen damit im Finale. Also ich würde sagen, in dem Jahr haben wir natürlich nochmal viel an allem gearbeitet und sind natürlich auch viel stärker geworden. Und wir sind einfach mit einer ganz hohen Motivation hier reingegangen in den Wettkampf und ich denke, das ist auch das Ausschlaggebende gewesen, dass wir jetzt hier im Finale stehen. Die SLZB-Jungs gehen ihre Kämpfe gegen die Frankfurter nicht minder konzentriert an, treffen aber auf heftigen Widerstand. Nach 4 Paarungen steht es 2:2 unentschieden. Die letzte Begegnung entscheidet über den Einzug ins Finale. In der nach oben offenen Gewichtsklasse über 55 Kilogramm hat der 15-jährige Lorenz Mohr mit stattlichen 108 Kilo deutliche Gewichtsvorteile gegenüber seinem Frankfurter Gegner Dennis Rietz, der sich aber geschickt zu wehren versteht. Als Lorenz Mohr in der Schlussphase eine Art Haraigoshi gelingt und er seinen Gegner im Anschluss mit einer Kesagatama-Haltetechnik am Boden festmachen kann, ist die Begegnung entschieden. Auch das Jungsteam vom SLZB steht im Finale. Wir standen halt beide mit der Hüfte so zugleich und dann dachte ich mir so, jetzt, wenn ich jetzt werfe, dann habe ich gewonnen. Wenn ich jetzt nicht werfe, sind wir raus. Und dann habe ich ihn halt noch im Boden festgehalten und wer bei mir im Boden liegt, der kommt halt nicht raus. Und das könnte dann auch morgen jemand zu spüren bekommen, wenn es zu beide SLZB-Teams gegen Mannschaften vom Sportgymnasium Jena in Thüringen geht.
Wir haben hier Pia und Lilia aus Brandenburg und wir fragen mal, wie die Stimmung ist. Ja, es ist ganz cool hier, weil hier alle Schulen herkommen. Und ja. Wie ist es für dich, hier mit den paralympischen Teilnehmern zu schwimmen? Es ist egal, ob paralympisch oder normal. Staffeln machen immer Spaß und wenn man die ganze Schule zusammen einen Wettkampf bestreiten darf, das ist einfach toll. Nach den starken Kämpfen von den Judokas sind wir jetzt hier im Velodrom. Die besten Schwimmer messen sich und die Stimmung ist mega. Schaut mal rein. Jugend trainiert für Olympia! Wasserratten, aufgepasst! An Tag 2 von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics enterten die Schwimmer das Becken in der SSE-Schwimmhalle im Velodrom. Bei zahlreichen Wettbewerben brachten die besten deutschen Jungathleten das Becken ordentlich zum Kochen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr cool. Für mich persönlich ist es das erste Mal. Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr in dem Team. Und dieses Jahr ist es mein erstes Mal. Ich finde es persönlich sehr cool. Ob beim Brust-, Freistil- oder Schmetterlingsschwimmen, die Schülerinnen und Schüler der 16 Bundesländer wuchsen einmal wieder über sich hinaus. Und zwar nicht für sich alleine, sondern immer mit dem Ziel vor Auge, Punkte für die eigene Mannschaft zu sammeln. Dabei steht natürlich immer der Teamgedanke an vorderster Stelle. So, es ist eine sehr große Ehre für Rheinland-Pfalz zu schwimmen hier. Aber wir haben auch sehr stark dafür gekämpft, dass wir hier sein können. Also es ist aber trotzdem sehr schön. Naja, also Berlin ist einfach erstmal mega nice und ja, die Atmosphäre hier ist schön und alle Mannschaften halten einfach zusammen. Der Schwimmwettbewerb von JTFO und JTFP hielt jedoch eine ganz besondere Disziplin bereit, denn die Länderstaffel stand auf dem Programm. In dieser besonderen Staffel treten die paralympischen und olympischen Teilnehmer gemeinsam an. Bei Jugend trainiert für Olympia und Paralympics eine einzigartige Möglichkeit zur Inklusion der Sportler. Also für mich ist was echt Besonderes, weil es gibt selten Wettkämpfe, wo Nichtbehinderte und Behinderte zusammenschwimmen. Und die Staffel ist einfach ein sehr gutes Beispiel für Inklusion und dass man einfach Spaß haben kann zusammen. Das ganz Besondere an der Get-Together-Staffel ist, dass es das einzige wirklich vollständig den Namen verdienende Event im Rahmen von Jugend trainiert ist, was wirklich voll inklusiv stattfindet. Das heißt, hier starten Athleten aus dem paralympischen, aus dem olympischen Bereich gemeinsam in einem Wettbewerb. Bei den Paralympics setzte sich die Stephen Hawking Schule aus Neckargemünd die Krone im Schwimmen auf. Und auch bei den zukünftigen Olympioniken gab es in den Wettkampfklassen 3 und 4 Sieger ohne Ende. Das ist sau krass, also generell, was man sieht, was da für Leute die Zeiten machen. Und wenn man halt an seinen eigenen kleinen Verein denkt, an die kleinen Wettkämpfe, die man selbst schwimmt, ist einfach ein komplett anderes Feeling und einfach nur saugeil. Der Schwimmwettbewerb bei JTFO, JTFP zeigte wieder einmal, wie erfolgreiche Inklusion funktioniert. Getreu dem Motto Get Together kommen die jungen Sportler zusammen, um gemeinsam Sport zu zelebrieren. Wir sind heute im Olympiapark, wo die Rennen vom Triathlon ausgetragen werden. Das erste Rennen ist bereits vorbei, wo sich das Brandenburgische Sportgymnasium den ersten Platz sichern konnte. In den nächsten Stunden wird hier noch weiter geschwommen, gefahren und gerannt. Wir schauen mal rein. Wer nach durchtrainierten Alleskönnern sucht, für den war der Olympiapark Berlin heute die richtige Anlaufstelle. In jeweils zwei Rennen traten Jungs und Mädchen gegeneinander an, um für ihre Schulen die bestmöglichen Zeiten aufzustellen. Das schaffte heute aber nur, wer mit allen Wassern gewaschen war. Schwimmen, Fahren, Laufen standen für die angetretenen Sportler auf dem Programm. Dann werden die Zeiten addiert pro Schule und geben das Zwischenergebnis für den ersten Tag. Und morgen wird in einem Mannschaftswettkampf dann der Sieger beim Jugend trainiert für Olympia-Wettbewerb im Wettkampfbereich Triathlon ausgelaufen. Doch gucken wir uns das mal genauer an. Nach dem Startschuss liegen vor den Sportlern die ersten 200 Meter natürlich durchs kühle Nass. Ist das geschafft, geht es schleunigst in Richtung Zwischenzone zu Helm und Fahrrad. Denn nun müssen die Jungs und Mädels 3000 Meter auf zwei Rädern hinter sich bringen. Um ihnen dann auch noch die letzten Kraftreserven abzuverlangen, geht es zum Abschluss noch auf die 1000 Meter Laufstrecke. Und wer hier gut performte, hatte die Chance, auf der Liste von Talentscout Steffen Justus zu landen. Ich bin jetzt da, um mir einfach mal anzuschauen, was wir denn so zumindest an den Schulen, auch an Triathleten haben oder Talenten, die gerne Triathlon machen und hier schon mal reinschnuppern. Und ich hoffe, dass also ein, zwei gute Jungs und Mädels dabei sind. Dass hier mehr als nur ein, zwei starke Talente dabei sind, war selbst dem ungeschulten Auge nach dem ersten Rennen klar.
Eines von ihnen ist Helen Schäffold. Sie erreichte dieses Jahr mit ihrer Schule den dritten Platz bei der Triathlon-Schul-WM in Brasilien und konnte sich Gold im Einzel sichern. Ob sie heute auch so gut abgeschnitten hat, wusste sie gar nicht so genau. Die anderen haben gesagt, ich bin als Erste ins Ziel gekommen und habe die schnellste Zeit. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht geguckt, aber die anderen waren, glaube ich, auch nicht schlecht. Keineswegs, denn neben Helen Scheffels ersten Platz konnte sich das Kreisgymnasium Riedlingen über einen dritten Platz im Gesamtranking freuen. Silber ging an die Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg, die sich dem Sportgymnasium Brandenburg geschlagen geben musste. Doch wer JTFO kennt, der weiß, dass es bei diesem Turnier um mehr geht als nur die sportliche Leistung. Dass man mit seinen ganzen Freunden da ist, die vielleicht nicht alle den gleichen Sport machen. Dass hier die Mannschaftszusammengehörigkeit mehr zählt als der Einzelsportler. Also ist gut, dass man auch nur seinen Spaß haben kann und nicht immer nur auf Leistung gehen muss. Und am meisten freuen sie sich eigentlich schon auf die Party morgen Abend. Da es halt auch sehr eng alles ist, ist halt immer Spannung da, immer Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, ein großes Plus von Jugend trainiert für Olympia. Tag 2 hat in Beachbitte begonnen und endet auch hier. Wir haben jetzt die Finalisten aus Nordrhein-Westfalen hier. Wie lief für euch das Halbfinale? Also anfangs sah es sehr ausgeglichen aus. Wir haben überraschend, für mich jetzt zumindest, die Sätze gewonnen bei den Damen und bei den Herren. Ja, und dann habe ich nur noch zu dem Mix geguckt und da lief es gar nicht gut. Das war ein bisschen unsicher, aber letztendlich haben wir gewonnen und da sind wir, glaube ich, sehr glücklich. Was habt ihr euch fürs Finale vorgenommen? Wir sind hier mit der Erwartung angereist, gerade mal so das Viertelfinale zu erreichen. Deswegen gehen wir da so locker rein wie ins Viertelfinale und Halbfinale und versuchen, unsere Stärken auszuspielen. Das ist definitiv nicht die Technik, das sind ganz klar die Emotionen. Dankeschön. So, das war der zweite Tag. Am Finaltag gibt es noch weitere Entscheidungen und Hauptstadt Sport TV ist immer für euch dabei.